Sersen, hier ist der Tommy von der Musikboutique. In dem Video möchte ich euch eine Resonator-Gitarre vorstellen. Und zwar ist es ein Modell, das es schon nicht mehr auf dem Markt gibt. Wie so oft ist ja alles sehr schnelllebig. Wir haben hier eine Dimaveri oder Dimaveri, wie auch immer, Dimaveri. Billighersteller. Beziehungsweise Billigmarke-Hersteller ist es keiner, wird irgendwo in China gebaut, die Maveri-Logo drauf und fertig. Der Resonator hat so vom Grund her eigentlich einen ganz soliden Eindruck gemacht, war aber, wie es oft bei Billiginstrumenten ist, unglaublich schlecht eingestellt, hat eigentlich nach gar nichts geklungen. Wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, haben Bünde mal abgerichtet, seitlich entgratet, den Sattel nachgearbeitet, den Steg nachgearbeitet, dass es sich an sich schon mal wie ein Instrument spielen lässt. Klanglich war es dadurch natürlich auch noch nicht besser. Deshalb hat sich ein guter Freund von mir, der George, an dieser Stelle, danke dir, ans Werk gemacht, hat ihn mal komplett auseinandergebaut, den Cone nachgearbeitet, die Auflage, den Ring, auf der der Cone aufliegt, den komplette Steckkonstruktion, da überall mal seine Zauberfinger rangelassen. Und jetzt klingt das Instrument wie ein Instrument, sieht nicht nur so aus. Zu den Spezifikationen, wir haben einen relativ schmalen Body, hat auch ein ordentliches Gewicht. Also man hat nicht das Gefühl, man hat ein Billiginstrument in der Hand, aber das war, wie gesagt, die Grundsubstanz war ja sehr solide. Eine Fichtendecke, gesperrt natürlich. Korpus ist Linde, würde ich sagen. Ist nicht wirklich rauszufinden. Das Griffbrett ist aus Blackwood. Hat auch ganz schöne Einlagen, ist mit einem Binding versehen. Trussrod ist von oben von der Kopfplatte zugänglich. Die Mechaniken funktionieren okay. Kann man mal austauschen, wenn sie mal nimmer gehen, was wahrscheinlich auch recht schnell der Fall sein wird. Weil es, wie gesagt, recht billiges Zeug ist, was da verbaut worden ist. Aber wir wollten den Wert der Gitarre jetzt nicht verdoppeln, indem wir da jetzt noch mehr außer Arbeit reinstecken. Es sind zwei T-Siebe als Schallloch quasi verbaut. Die halten auch, also die fallen nicht raus, nachdem wir sie verklebt haben. Der Cone ist ein Single Cone mit einer Spiderbrücke. Sonst die typische Seitenhalterung. Durch dieses Loch hier kommt man an den Cone ran und kann die Spannung verändern. Die haben wir jetzt perfekt eingestellt. Die war vorher auch sehr lapprig. Ja, sonst ist er, wie man sehen kann, in Sunburst lackiert, ist komplett Hochglanz, einen gewölbten Boden, das finde ich ganz interessant. Und jetzt schauen wir mal, wie sie klingt. Seiten haben wir natürlich auch gewechselt, da waren irgendwelche Eierschneider drauf, die nach gar nichts geklungen haben. Jetzt sind 13er Elixier drauf. Selbst mit den 13ern kriegt man sehr schöne flache Seitenlage hin. Ist jetzt fürs Leitspiel eher weniger geeignet dadurch. Man kann natürlich den Hals ein bisschen kommen lassen, dass man eine höhere Seitenlage hat, dann geht es mit dem Slide auch. Ich muss mich korrigieren, man kann natürlich schon mit dem Slide drauf spielen. Ist jetzt nur die, wenn man jetzt eine Square Neck nimmt oder so richtige Lap-Stil, wo man irgendwie 2 cm Seitenabstand zum Griffbrett hat, das hat die nicht, aber es ist ja auch so eingestellt, dass man sie normal greifen kann. Jetzt schauen wir auch mal, wie sie mit Slide klingt.
Ja, also man sieht, man kann aus jedem Billiginstrument oder aus den meisten Billiginstrumenten auch brauchbare Instrumente machen. Ich verlinke euch die RS300 mal unten zu unserem Online-Shop. Wir haben die trotz unserer großartigen Arbeit nicht teurer gemacht, als er normal wäre, sondern einfach nur spielbar gemacht, sodass der Preis unserer Meinung auch angemessen ist, also irgendwie 250 Euro. Gerade für Leute, die sagen, ich möchte mal so ein bisschen in den Resonator-Sektor einsteigen, möchte mir jetzt nicht gleich eine National, Dobro, Continental, wie sie alle heißen, zulegen für vierstellige Beträge, ist mit sowas ganz gut aufgehoben. Dann danke ich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen auf dem Kanal der Musikboutique. Bleibt geschmeidig und slidig. Sassen.